Die Folgen des Sturmtiefs Sabine sind in Österreich im Vergleich zu vielen nordeuropäischen Staaten relativ gering ausgefallen. Personen kommen nicht zu Schaden, jedoch sorgen Spitzen von weit über 100 km/h für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Nieder- und Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg. Tausende Stromausfälle werden aus beiden östlichen Bundesländern vermeldet. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ruft für die nordwestlich gelegenen Teile der vier betroffenen Bundesländer die höchste von 4 Warnstufen aus. Im Gebirge wehen orkanartige Böen von weit über 120 km/h. Der ZAMG-Spitzenwert wird am Feuerkogel in Oberösterreich mit 149 km/h gemessen, am Tiroler Brunnenkogel sind es 147,6. In Tirol verzeichnet man rund 30 Einsätze, der Großteil davon betrifft auf Landes- und Gemeindestraßen gestürzte Bäume. Am Nachmittag hat man es auch mit vereinzelten abgedeckten Häusern und Schäden an Kaminen zu tun, vor allem im Bezirk Reutte. Die sonstigen leichteren Schäden erstrecken sich über das gesamte Landesgebiet. Indes bleiben am Montag aufgrund der Wetterverhältnisse auch mehrere Liftanlagen im Bundesland geschlossen, darunter unter anderem jene am Pitztaler und Stubaier Gletscher, am Innsbrucker Patscher Kovel und in der Axamer Litzum. Einiges mehr zu tun hat die Vorarlberger Feuerwehr. Bis zum Nachmittag gibt es 101 Alarmierungen. In der Mehrzahl der Fälle geht es um verlegte Straßen und abgedeckte Dächer. Verletzt wird glücklicherweise niemand. Windböen erreichen laut Messungen der ZAMG Geschwindigkeiten von weit über 100 km/h, etwa in Sulzberg im äußersten Norden des Bregenzer Waldes. In den Skigebieten stehen zahlreiche Lifte und Bahnen still. Am Adelberg sind nur 24 von 88 Anlagen in Betrieb. Im Skigebiet Silvretta-Montafon 4 von 35. In Oberösterreich breitet sich der Sturm im Laufe des Tages auf die gesamte nördliche Hälfte des Bundeslandes aus. Im Mühlviertel werden mehrere Bus- und Bahnlinien eingestellt. Auch in Linz sind einzelne Buslinien blockiert. Der Fernverkehr nach České Budějovice ist unterbrochen. 30.000 Haushalte sind zeitweise ohne Strom. Besonders dramatisch ist der Stromausfall in Rheinbach im Innkreis, wo eine Frau nicht mehr über ihre strombetriebenen medizinischen Geräte versorgt werden kann. Die Feuerwehr eilt ihr mit einem Notstromaggregat zu Hilfe. Ebenfalls in Rheinbach werden 6 Leute, die wegen umgestürzter Bäume in Autos gefangen sind, befreit. In Haslach geraten die Insassen von 8 Fahrzeugen in die gleiche missliche Lage, in Pieberschlag ein Rettungsfahrzeug. In Münzkirchen wird ein Bus von der Fahrbahn geweht, in Vorderweißenbach stürzt ein Baum auf einen im Freien stehenden Gastank und reißt das Sicherheitsventil ab. Die Betreiberfirma dichtet den Tank wieder zu. Rund 3.900 Feuerwehrleute rücken bis zum Nachmittag im gesamten Bundesland zu fast 1.000 Einsätzen aus. 7 Schulen schließen frühzeitig, damit die Kinder noch sicher nach Hause gehen können. Rund 5.000 Haushalte waren in Niederösterreich ohne Stromversorgung. Am schwersten betroffen ist das Most- und das Waldviertel. Im Waldviertel fordert der Sturm auch den niederösterreichischen Straßendienst. Etwa 100 Mitarbeiter rücken aus. Dutzende Feuerwehreinsätze werden ebenfalls vermeldet. Die Franz-Josefs-Bahn wird wegen Unwetterschäden im Abschnitt Göpfritz-Czeske-Wellenitze gesperrt. Beim Bahnhof Pürbach war ein Baum in die Oberleitung gestürzt. Die Garnitur wird laut Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich evakuiert. Verletzte habe es nicht gegeben. In Wien waren schon, wie in der Vorwoche wegen des Sturms Peter, wieder zahlreiche Parks gesperrt. Allein 60 städtische Anlagen, darunter die Prater Hauptallee, der Donaupark oder der Türkenschanzpark, werden geschlossen. Weitere 160 zumindest mit einem Absperrband versehen. Der Lainzer Tiergarten ist ebenfalls nicht zugänglich. Die Bundesgärten wiederum riegeln den Augarten, den Belvedergarten, den Burg- und Volksgarten sowie den Schlosspark Schönbrunn ab. Der Tiergarten schließt am Vormittag ebenfalls seine Pforten. Die 31 Ausfälle am Flughafen Wien-Schwechat, die am Vormittag vermeldet werden, erhöhen sich im Laufe des Tages auf 44, womit 20 Abflüge und 24 Ankünfte von über 600 geplanten Flügen betroffen sind. In den nordwestlichen Landesteilen wird der Wind auch am Dienstag noch einmal auffrischen, jedoch werden die Spitzen nur noch bei bis zu 90 km/h liegen. Die aktuelle ZAMG-Prognose hat jedoch im nördlichen Tirol und Vorarlberg auch hier noch einmal die Höchstwarnstufe ausgerufen.